herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sitzen hier in einer gemütlichen Runde und haben gedacht, drehen wir doch mal wieder spontan ein Q&A. Einen Tag vor Weihnachten. Genau, morgen ist Weihnachten. Nee, morgen ist Heiligabend und übermorgen ist Weihnachten. Ja, Gott, ey, für mich ist 24. auch Weihnachten. Genau. Egal. Wir wollten das Format irgendwie nicht sterben lassen. Es sind zwar ganz wenig Fragen bei YouTube eingetroffen, um genau zu sein. Nur zwei Fragen bei YouTube. Ja, kann man sagen. Aber die Instagrammer sind uns treu geblieben. Hammer. Ja. Also ihr könnt jetzt auch schon direkt wieder neue Fragen in die Kommentare schreiben. Und dann werden wir auch wieder wie gewohnt, wie damals die Q&As, anders da wieder drehen. Aber jetzt sehr spontan in dieser gemütlichen Runde. Genau, und ihr kennt das gar nicht von uns. Normalerweise sind wir immer unterwegs. Aber wir dachten uns heute, nee, gemütlich. Draußen ist es regnerisch, kalt, grau und schwarz. Kann man die echt nicht so gut drehen. Und deswegen wollten wir das auf jeden Fall hier machen. Und ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Frage an. Okay. Wir beantworten die übrigens jetzt beide, weil eigentlich schon viele Fragen auch uns beide gehen. Also eigentlich liest sie mir die Fragen vor und ich werde sie beantworten und sonst wird sie dazwischen funken. Genau, dann rede ich dazwischen, wie Frauen halt immer dazwischen reden. Emmy Picture Me Pictures Freizeitpark TV. Ja, hallo Markus. Hallo Markus. Und da er ja immer so gerne essen geht, warum macht ihr das Q&A nicht demnächst mal nur aus Restaurants oder beim Essen? Hammer Idee. Kevin fängt ja schon an. Ja, wir haben ja hier schon Kekse, wir haben hier lecker Tee aus einer Hallendüvern-Tasse. Gerade eben ist mir eine kaputt gegangen. Aber zum Glück ist die nicht die Schnecktasse kaputt gegangen, weil die gibt es nämlich nicht mehr. Genau. Boah, hätten noch geklebt, du. Ja, können wir wirklich mal machen. Mhm. Also im Phantasialand essen wir ja eh immer viel. Ja. In anderen Parks essen wir jetzt nicht so viel wie im Phantasialand. Aber das ist eine Idee eigentlich. Könnte man mal einen Angriff nehmen. Gute Idee. Dann Playgirl 2687, immer lustig. Welchen Lippenstift hattest du drauf? Ich habe den Made-Lippenstift drauf, 112 in der Farbe transparent. Nein, das war der Nix-Lippenstift, aber ich habe keine Ahnung, welche Farbe. Nee, jetzt nicht. Jetzt ist es der 24 Stunden von Maybelline. Ja, aber ich habe immer den von Mac, ja, ich weiß. In der Farbe transparent. Farbe transparent matte. dann Judy Law. Hallo Judy. Richtig, Videos sollen Spaß machen. Nicht nur beim Zuschauen, sondern auch beim Drehen. Sonst wäre das sinnlos. Auf jeden Fall, finde ich auch. Das war schon eine Instagram-Frage, oder? Nein, das war einfach nur ein Kommentar. Genau, das lesen wir auch mal vor. Genau, das ist auch unsere Einstellung. Damit wir auf 10 Minuten kommen, lesen wir einfach ein paar Kommentare vor. Markus freut sich. Hi. Nein. Nee, ohne Spaß finde ich aber auch. Also, wir machen Videos, weil es uns Spaß macht und nicht, um irgendeinen Zwang zu haben. Und irgendwie, keine Ahnung, also... Ja, also wir waren zwar jetzt noch echt häufig im Phantasialand, wir waren jetzt auch echt häufig ohne Kamera die letzten Mal im Phantasialand. Genau, weil es uns einfach Spaß macht und weil wir auch zu dem Zeitpunkt nicht so viel Lust hatten zu vloggen, weil wir einfach mit unseren Freunden gemütlich im Phantasialand verbringen wollten, ohne immer die Kamera dabei zu haben, weil wir einfach so einen schönen Tag haben wollten. Wenn wir Bock haben zu vloggen, nehmen wir die Kamera mit und wenn wir keinen Bock haben, müssen wir die zu Hause. Also, aber so Zwang zu sagen, wir müssen jetzt im Phantasialand, wir müssen jetzt unbedingt filmen und egal wie, wir müssen das filmen. Nein, das ist auch nicht Sinn der Sache. Ja, wir gehen auch ein bisschen anders an die Sache ran. Wir bestimmen den Vlog, also der Vlog soll nicht unser Leben bestimmen oder unser Alltag. Unseren Tag bestimmen. Genau. Wir filmen halt das. Das Film ist für uns das, macht Spaß, aber es ist zweitrangige. Am Anfang steht einfach der Spaß mit den Leuten, die dabei sind. Und das ist immer noch wichtig. Und wenn man das verliert, dann sollte man sich schon mal Gedanken machen, ob das vielleicht doch noch das Richtige ist. Dann werden manche Vlogs halt nicht so gut, aber... Ja, aber dann ist es so, wir hatten einen schönen Tag gehabt, wir erinnern uns immer noch gerne daran zurück und es macht uns Spaß und man sieht das, hoffe ich, auch in den Vlogs, aber denk schon. Ja. Dann, der lila-weiße, also mit dem Klugheim-T-Shirt stimme ich zu 1000% zu. Ja, ich meine, Klugheimer wird es hoffentlich nächstes Jahr geben. Da hoffe ich aber drauf. Mal gespannt, ich glaube nicht drauf. Ja, ich hoffe. Ich glaube nicht. Weiß es auch nicht. Vielleicht gibt es ja mal. Carsten mit C und Klein. Wer könnte das nur sein? Kenne ich nicht. Diese Loopings und Schrauben, da sagst du was, geben und nehmen. Gut gemacht. Langsam kennen die Leute euch besser als ihr euch selbst. Grüße. Glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war. Vom alten Q&A, gell? Genau. Vom alten. Geben und nehmen war das auf die Freundschaft bezogen. Ach so, okay, ja. Das weiß ich noch. Hammer. Dann auf die Instagram, das waren alle YouTube-Fragen. Bitte nicht so viel auf einmal. Nein, aber ohne Spaß, wenn ihr Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Dann auch von Instagram, Freizeitpark und Kirmes. Wie lange kennt ihr euch schon? Also schon, gehe ich von aus. Uns beide? Wir beide, dann kennen wir uns schon. Also kennen tun wir uns...
10 Jahre? Ja, also sagen wir mal so, wir haben damals mal zusammen, also ich habe im Theater gespielt, er hat auch Theater gespielt, aber in einer anderen Gruppe als ich. Und wir haben uns mal so gesehen und so und mal kurz gequatscht und so. Ein bisschen angeschnuppert. Ja, das war aber so, du konntest dich gar nicht mehr an mich erinnern zu dem Zeitpunkt. Nee. Und dann habe ich immer ein Praktikum gemacht im Theater. Und dann haben wir uns da kennengelernt, das war aber auch schon wieder wir sind jetzt 7,5 Jahre zusammen. Das ist jetzt auch schon 8,5 Jahre her, nämlich nach einem halben Jahr, wo ich schon da war, sind wir dann, glaube ich, zusammengekommen. Ja. Boah, dann haben wir uns über das Theater quasi kennengelernt. Genau, also ist jetzt so. Grob gesehen haben wir uns vor 10 Jahren, aber so richtig kennen eigentlich so vor 8 Jahren. Jahren. Genau. Dann, schon so lange, ey, Hammer. Ewig, ich halte immer noch mit dir ekelhaft aus. Ekelhaft, boah, ist das nervig. Und mochtet ihr Atlantis im Phantasialand? Nee. Nee. Also wir haben es, also das ist so wie Thank You Palace. Der ist da. Der ist da und vielleicht hat man dann auch immer Bock irgendwie den zu fahren, aber so war es bei Wessel oder Lanz ist auch bei uns. Aber das einzig Geile war dieser Sicherheitsrap, den haben wir mal gefilmt heimlich und dann hat uns jemand gesagt, nicht filmen und dann haben wir gesagt, Wessel oder Lanz wird doch eh bald abgerissen, das weiß ich nämlich noch. Genau, da waren schon die Gerüchte und da hatten wir auch irgendwie Insider-Informationen. Ja, und so. Ja, irgendwie so weit war ganz das. Ganz krumme Sache war das. Ja, genau, ewig lange Geschichte. Die meisten Freunde von uns wissen, was wir meinen. Dann, Coaster Crew Germany, wie voll ist es? Du meinst Phantasialand. Meinst du, wie voll wir sind oder wie voll der Park ist? Nein. Weiß nicht. Der meinte, nein, das Bild, das war einfach nur. Das Bild war einfach nur, um zu animieren, Fragen zu schreiben. Wir waren gar nicht im Phantasialand. Also, aber in der Woche ist es meistens ja leerer. Ja. Dann, Kemalpi, wie kupfer sind Bibis Haare? Die sind gar nicht kupfer, das ist eine Perücke, die ziehst du dir mal an ja. Und nach dem Video dreht sie sich dir aus und dann ist sie eigentlich schwarze Haare. Wow, boah, Hammer. Nee, jetzt also, fast 8 Jahre zusammen. Genau, seht ihr, Perücke. Nein, also das sind echte rote Haare, wirklich, ich färbe die nicht. Aber ich habe jetzt ein Altersproblem. Nein, ich kriege keine grauen Haare, ich werde blond. Man sieht das teilweise sogar, ich habe schon so einen fetten Ansatz. Es sieht aus, als ob ich meine Haare rot gefärbt hätte, aber das ist eigentlich Naturrot. Aber normalerweise wird man dunkler mit roten Haaren. Ich werde einfach heller und werde blond. Das heißt, ihr werdet mich, wenn ich eventuell 2 Jahre mit komplett blonden Haaren sehen. Das glaube ich aber nicht. Das ist nur so eine Phase. Ja, ich denke schon. Also, mein Friseur meinte, es könnte sich auch noch ändern, aber bis jetzt sind sie hier blond. Aber ich werde mir vor Silvester werde ich mir die Haare tönen. Also wundert euch nicht, wenn ich dann eine andere Haarfarbe habe, weil. Das, ich weiß, andere sehen es nicht, ich selber sehe es und es nervt mich und deswegen möchte ich sie tönen. Also nicht färben, tönen, das geht dann wieder raus. Ja, aber so anders als die Haarfarbe gar nicht, das unterstützt nur ihr Rot. Also das heißt, die Maske schon genau, das hatte ich schon mal gehabt, also ist nicht ganz neu. Kommen wir zur nächsten Frage, oder? Ja. Z-Tirom, was ist das denn für ein Name? Weiß nicht, könnte das der Moritz sein? Könnte der Moritz sein. Könnt ihr auch mal vorbeischauen, der hat auch einen YouTube-Kanal. Wann kommt mal wieder ein Video von den Monkos? Also wann bei uns auf dem Channel ein Video von den Monkos kommt. Ja, genau. Also wann kommt mal wieder ein Video von den Monkos? Also in dem Phantasialand-Vlog. Waren die Monkos da? Waren die beide da? Ja. Und sonst war da habe ich dann doch ganz... Das ist das eigentlich am besten wissen, warum da keine Videos kommen. Das haben sie, steht da gar nicht. Wann kommt mal wieder ein Video von den Monkos? Aber das ist halt die Frage, wann wieder ein Video von den Monkos kommt. Also uns liegt es nicht. Also ich glaube, da ist... Also ich habe gehört, da ist eigentlich auch ein Video auf dem Kanal hochgeladen. Aber ich glaube, da fehlt noch irgendwas, aber ich weiß nicht, was an diesem Video fehlt. Irgendwas fehlt da und wenn das gemacht wird, vielleicht wird das mal veröffentlicht. Ja, genau, wenn mal einer von den beiden sich mal in den Arsch tritt und nicht mehr immer nur irgendwelche Computerspiele zockt, ne? Oder sich irgendwelche Leuchthandschuhe im Internet kauft. Hammer. Kommen wir zur nächsten Frage. Genau. Jonas_Pasch. Wer ist denn Jonas Pasch? Hallo Jonas! Tempel oder Taron? Das sind beide schlechte Achterbahn. Boah, weißt du, was richtig krass wäre? Taron im Dunkeln. Also ich würde sagen Blue Fire. Blue Fire im Dunkeln? Also Tempel wissen wir ja schon komplett abrissen, ne? Und Taron ja, könnte man eigentlich auch abreißen. Wird nächstes Jahr umthematisiert. Ja, heißt dann Tempel. Nein. Na, den Tempel fahren wir gerne, aber... Nein. So. Wir fahren den, weil er da ist. Nein, das ist eine gute Achterbahn, die fährt gut, aber... Das ist jetzt nicht unbedingt, wo ich sagen müsste, wenn ich im Park bin, ja, ich muss das jetzt unbedingt fahren. Nur weil die smooth fährt, ist das die unbedingt eine gute Bahn, finde ich. Also aus meiner Meinung. Ja, Vogelrock ist besser. Ja, Vogelrock ist deutlich besser. Die Frage wäre cool, wie ein Taron oder Vogelrock? Nein, Tempel oder Vogelrock. Nee, aber an sich ist es nett, weil sie halt schön lang ist und es ist im Dunkeln, weil ich fahre Achterbahn gerne im Dunkeln lang, ist auch ganz cool, aber... Ja, so,
steht jetzt nicht auf der To-Do-Liste, wenn wir da sind. Nicht so wie die Hollywood-Tour, ja. Die ist immer ein Muss. Nein, eigentlich auch nicht mehr. Hack und Buddel ist Muss. Müsst ihr euch auch machen. Oh ja, Hack und Buddel ist Muss. Hack und Buddel ist geil. Dann die Fanta Marina. Hallo Biene, hallo Ben. Hammer. Essen im Lingbau oder im Matamba? A la carte im Lingbau und Buffet im Matamba. Nö. Also ich würde sagen, also im Lingbau das Buffet, das ist halt so, Im Matamba das Buffet ist halt cooler, weil es halt Fleischsorten gibt. Weil es da Krokodil und Strauß gibt. Genau, das wird auch frisch zubereitet. Aber ich finde beide Buffet-Restaurants nicht so geil. Also das, war, das kann man mal machen, man kann es ausprobieren, aber... Die sind nicht schlecht. Ich würde entweder sagen, okay, man isst ordentlich in der Taverne oder im Park halt. Ja. Da ist man preiswerter weg. Wenn man da, selbst wenn du dir zwei Gerichte nimmst, bist du immer noch billiger weg als im Buffet. Oder du legst ein bisschen mehr Geld drauf und gehst halt à la carte essen. Und da sind eigentlich beide top. Das ist saugeil, also ohne Scheiß. Also, in dem Matamba, das Fettfondue, was es da alles gibt, ist Alter, das ist ein Fettfondue, da hast du das Gefühl, du bist nachher selbst im Fett, ne? Also weil du so viel gegessen hast. Ist der Hammer. Also ist wirklich... Also, und der Service ist einfach top, die ja, Mitarbeiter Leute, sind immer nett. Und, ja. Ich meine, die aus dem Lingbau kennt uns langsam und dann sind die immer so... Einmal hat die uns abgesagt, weil die alles voll war und dann lässt der Blick... Tut mir so leid, das ist eine Firmenfeier. Wir haben leider keinen Platz mehr. Voll nett, mega nett. Also man fühlt sich da immer so wohl irgendwie. Und dann sind wir halt auch ins afrikanische Buffet. Genau, afrikanische Buffet-Restaurant mit Kuss der Kritik gegangen. Vielleicht, falls du das siehst, Grüße an dich. Und haben dann gesagt, es war auch lecker. Kann man sich echt nichts gegen sagen. Der Brotsalat ist saugeil im Matamba. Der Bananensalat ist viel geiler, gell? Was gab's denn da? Hab ich darauf geachtet? Hast du nicht gegessen? Nein, ich hab's nicht gesehen. Ach, ich mal gefragt, beim nächsten Mal in 500 Jahren. Dann Judy Law. Hallo Judy. Besseres Hotel, Lingbao oder Matamba? Lingbao. Fahrrad. Also ich finde das halt echt, also das Lingbao ist halt echt, also ich finde, das ist ein bisschen wohnlicher. Ja. Du hast da einen schöneren Boden, du hast, also Matamba, da hast du irgendwie so Spritzestrick auf dem Boden. Ja, also ich finde irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es eben im Lingbao ist es irgendwie hat es was Gemütlicheres, was Kuscheliges. Und in Matamba ist das so was, es ist kalt. Also es ist auch schön eingerichtet, ja. Aber du hast halt nicht dieses, oh, hier ist es aber gemütlich. Es ist saugeil thematisiert, es ist auch ein mega geiles Hotel. Aber wenn ich mich so entscheide, definitiv Lingbao, außerdem, weil da auch die Lee River Bar ist und ich die schöner finde als die in Matamba, weil es einfach so ein bisschen abgelegener und ruhiger ist, trotz dieser Klingklangmusik da. Und im Sommer hast man den Pool, wo man auch im Winter hingehen kann. Aber du hast halt den Pool, du hast die schönere Außenterrasse, wo du dich hinsetzen kannst im Lingbao. Du hast eine zweite Bar in dem Hotel, du hast halt den Pool. Ja. Ja. Mhm. Aber man kann eh von beiden Hotels switchen. Also wenn du jetzt, bei der Poolnutzung funktioniert das nicht. Mhm. Wenn du jetzt Matamba-Gast bist, kannst du nicht im Lingbao den Pool nutzen. Genau. Aber du kannst alle Restaurants verwenden, du kannst alle Bars in den Hotels switchen hin und her. Carsten, Da ist uns gerade die Kamera ausgegangen. Dann einmal Carsten mit C und Klein. Wer auch immer das sein könnte, ne? Keine Ahnung. Ich kenne den Kerl nicht. Was machen Sachen? Ist das so ein Bot? Das ist bestimmt so einer, der einfach so ein Virus ist, ne? So ein Virus. Ignorieren wir die Frage. Ja, auf jeden Fall. Heidepark unterstrich sucht die unterstrich Phantasien im Winter oder im Sommer? Also ich finde den im Wintertraum schöner. Ja, definitiv. Atmosphärisch gesehen. Es ist zwar kalt hier und ich warm an. Schöner kleiner Mini-Weihnachtsmarkt mit viel Essen und Trinken. Ja, auf jeden Fall im Winter. Es ist halt schade, dass Ruwerquest im Winter nicht auffällt. Schade! Hey, du warst die letzte Frau, die dieses Jahr damit gefahren ist. Ja, und du der letzte große Mann. Alle anderen waren kleiner als du. Da war, glaube ich, auch dieser Bot dabei, gell? Dieser ja, der Carsten mit Zium Klein. Oh. Hammer. Dann Mac Freak the Frog. Hammer. Wie oft habt ihr schon in Phantasien übernachtet und wie oft jeweils in welchem Hotel? In Matamba haben wir, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 Mal übernachtet. Genau, Lingbao ist schon echt viel. Öfters mal, mega oft. Also in gesamten Jahren gerechnet, bestimmt so 30, 40 Mal. Ja. Und dieses Jahr hatten wir insgesamt 11 Aufenthalte. Doch 10. Ja, okay, 10 Aufenthalte.
Einen Aufenthalt haben wir jetzt letztens nicht über unseren Namen gebucht. Ja. Genau. Und da heißt ja im Stammkundenstatus. Aber da gibt es noch ein extra Video, damit wir euch da genau Informationen geben können, wie, wo, was. Nach den Jahren haben wir es dann auch endlich mal geschafft, ja. Stammkundenstatus zu kriegen. Endlich. Es ist echt ein bisschen schwierig. Also im Europapark ist das echt besser geregelt. Ja. Da zählen halt alle Übernachtungen in den 8 Jahren, wo du irgendwie da bist. Fatal, dann musst du halt echt irgendwie gucken, dass du 10 Aufenthalte im Jahr schaffst, und das ist schon echt heftig. Ja. Dann Jacqueline-CL, was gab es heute alles zu essen? Pizzabrötchen haben wir gemacht. Genau, und auf meiner Arbeit gab es heute Fritten, weil nämlich viele Kollegen heute nicht mehr, dieses Jahr nicht mehr da sind, weil ja, ne, viele nehmen sich über die 3 Tage frei. Und deswegen haben wir alles zusammen ganz gemischt ein Pommes-Essen gemacht. Und eine Mandarine. Hammer. Dann, Wiki, wow. Welcher Freizeitpark fandet ihr am schlechtesten von allen, den ihr besucht habt? Also der Freizeitpark vor Dünre. Ja, Drifliet mit den Kindern. Also der war zwar nicht schlecht, aber das war halt echt so ein Park. Der war halt einfach anstrengend. Der ganze Park war halt überfüllt mit Kindern. Es waren fast keine Erzieher im Park. Das waren alles nur so kleine Stöpsel, die da in irgendwelchen Pfützen rumgesprungen sind in der Q-Line. Echt, wir waren hier oben. Es ging uns bis hier oben. Wir waren so genervt. Die sind angerempelt worden. Die haben sich versucht vorzudrängeln. Ey, das war. Wir waren so genervt und wir waren so sauer. Also, ich werde schon wieder genervt, wenn ich darüber rede. Aber der Park ist trotzdem ganz schön. Also, es war halt einfach nur unser Empfinden. PS, ihr macht tolle Videos, macht weiter so. Vielen Dank. Vielen Dank, ein Däumchen, wer ein Träumchen macht. Dann Freizeitparks. Was war euer Highlight 2017? Celebration Days. Ja. Auf jeden Fall. Celebration Day, dann hier spontan Europapark mit Carsten. Ja, genau, das war geil. Trip Silver mit Moritz und Carsten war richtig cool. Dann hier Hamburg haben wir ganz spontan gemacht. Ja. Und Halloween. Halloween, ja. Aber meistens waren so, also am coolsten waren irgendwie so auch die spontanen Sachen. Phantasien war halt auch mega, also Das Feuerwerk war halt bei den Celebration Day cool, dass wir eine Suite uns gemietet haben mit noch anderen zusammen, das war halt einfach cool. Das war einfach so die ganzen Massen, auch so viele coole Leute, die dann mit uns am Start waren. Das war wirklich ein unvergesslicher Tag. Das stimmt. Ja. Dann, was sind eure Ziele für 2018? Was unsere Ziele sind? Mehr YouTube-Money? Nee, Spaß beiseite. ja, einfach so ein bisschen mehr zu reisen. Nochmal ja, vielleicht ein paar Parks im Ausland zu machen, jetzt außer Holland und Belgien. Und Frankreich ist ja eigentlich auch, obwohl das... Obwohl Frankreich steht auch ein bisschen auf der Liste. Genau, wir wissen es noch nicht genau, wie was, wo, werden auch noch nichts sagen. Ist auf jeden Fall schon was in Planung, aber wie gesagt, wir sagen dazu noch nichts. Steht auch gar nichts fest. Nee, also, aber Planung heißt nicht feststehen. Ja, aber es wurde noch nichts gebucht und so, also... Ja, wir überlegen alles relaxed. Genau. Schauen wir mal, wo das Jahr 2018 uns hinführt. Auf jeden Fall ist Phantasialand. 1 Million Abonnenten. Was kostet die Welt? Was kostet die Welt? Dann, Karin Stoppschild, was gebt ihr im Jahr an Geld für eure Freizeitparkbesuche aus? Das wissen wir gar nicht. Also wir führen da jetzt keine Liste, die... Das sollen wir aber auch lassen. Nein. Nein, das Billigste an der ganzen Sache sind halt echt die Eintritte. Also wir haben halt 3 Jahreskarten. Davon ist die billigste, war letztes Jahr, glaube ich, etwas unter 50 Euro. Ja. Die haben uns jetzt dieses Jahr wieder geholt für Moviepark, Bobbianland und Sahara. Für 38 Euro, womit wir in 3 Parks die ganze Zeit reinkommen, außer im Moviepark sind ein paar Tage gesperrt. Und Mirabilandia ist da sogar noch drin, kostenlos, und Bonbonland und noch mehr. Da, den Namen ich nicht aussprechen kann. Dann die 2000. Jahreskarte ist hier Plopsaland. Die hat sich jetzt bisher noch nicht so richtig für uns gelohnt, für die ganzen. Also man kann damit alle Plopsa-Parks in Deutschland. In Deutschland gibt es nur einen Plopsa-Park. Man kann damit halt die ganzen Plopsa-Parks besuchen. Was uns aber dafür entschlossen hat, diese Jahreskarte zu holen, ist, dass wir nochmal 40% auf den Tageseintritt im Europapark kriegen und auch noch ganz vielen anderen Parks. Und dann haben wir noch die teuerste Jahreskarte von 185 Euro. Das hier unten, die Phantasialand-Jahreskarte. Genau, das Phantasialand, die lohnt sich für uns einfach mega von den Prozenten schon alleine. Wir müssten eigentlich mal aufschreiben, wann wir ins Phantasialand gehen und dann ausrechnen, wie viel Geld wir pro Tag an Eintritt zahlen müssten. Ja. Wenn wir kommen, dann kommen wir bestimmt auf unter Eintritt. Aber da würdest du ja nicht so häufig hingehen. Ja, auf jeden Fall. Und nicht mal so eben spontan für 2-3 Stunden oder so. Ja, das sind halt so die Dinger. Ich glaube, jetzt im letzten Jahr haben wir, glaube ich, in 5 Parks irgendwie den vollen Eintritt bezahlt.
Aber da war halt auch Halloween und in Halloween hat halt viele Jahreskartenrabatte funktionieren da nicht. Mhm. Also, obwohl Halloween hat aber auch funktioniert im Europa-Park. Hat geklappt. Also von den Eintritten sind wir keine Ahnung. Also es ist nicht so viel. Das teuerste ist halt einfach die Fahrt dahin und Hotelübernachtungen. Genau, je nachdem wo. Aber genau. Und Essen halt, man ist halt dann auch ja. Im Phantasialand und so. In Holland und Belgien nicht, da nehmen wir uns was mit, aber genau, also man kann schon viel Geld sparen, wenn man möchte, wenn man was zu essen mitnimmt, wenn man auch immer bei Coupon guckt, sich eine Jahreskarte zum Beispiel, da kann man schon wirklich viel sparen. Genau, wir hatten ja die Jahreskarte, wo wir uns die geholt haben, das war, da hatten wir die 5 Monate im Vorhinein, glaube ich, gekauft und wussten noch, also wir wussten zwar, dass wir da hinfahren, aber haben die halt einfach im Vorhinein gekauft. Und das haben wir damals auch ganz oft mit anderen Tickets gemacht. Ja. Wenn wir gesehen haben, oh, da ist irgendein Park in der Nähe, den könnte man besuchen, haben wir uns einfach schon das Ticket gekauft. Ja. Mit der Hoffnung, dass wir den Park auch besuchen. Dass wir dann irgendwann trotzdem da hinkommen werden. Aber es hat bis jetzt immer geklappt. Bei Mondo Verde sind wir auch gelandet. Genau. Aber dann halt, im Europa-Park. Also richtig Buch schreiben wir darüber nicht, was wir da ausgeben. Dann Joel Urban, mehrere Fragen. Besserer Freizeitpark, Phantasialand oder Europa-Park? Ich finde das total schwer. Ich finde beide geil. Wenn du ein bisschen Thrill Rides haben willst, dann lieber ins Phantasialand. Und wenn du so ein Family-Ding haben willst, wo du denkst, boah, ich will Abwechslung haben, ganz viel Abwechslung über 2 Tage, dann auf jeden Fall Europa-Park. Ja, also ich finde beide Parks schön. Also jetzt waren wir auch in beiden, das war in der Europa-Park jetzt erst vor kurzem. Direkt im Vergleich auch. Im Winter. Schön. Das, die sind halt unterschiedlich, aber nicht. Ja. Also sind beide gut. Ja, finde auch. Was war euer schönstes Ereignis im Jahr 2017? Hatten wir ja gerade schon erzählt, ne? Moviepark, Celebration Days. Hamburg. Hamburg. Und noch ein bisschen zurückspulen, dann beantwortet ihr die Frage. Genau. Besser Bahn, Taron oder Star Trek? Finde ich, also theoretisch kann man die ja gar nicht miteinander so richtig vergleichen. Finde ich jetzt, weil das einfach vollkommen verschiedene Typen sind. Ja. Aber, ist ja klar, dass Taron da besser ist als Star Trek. Vom Fun-Faktor her auf jeden Fall. Aber Star Trek ist auch eine sehr gute Bahn, auf ja. Jeden Fall besser als Gold Rush. Oh, definitiv, definitiv. Aber ich finde Skystream trotzdem zum Beispiel was. Voll der Vergleich, egal. Ja, von allen, wenn ihr jetzt seht, finde ich eher, ist die im so Holland. Ähnlich sind alle Achterbahn-Freaks, hallo an euch, werden jetzt sagen, oh mein Gott, wie kann man das alles machen? So, aber nein, ich persönlich. Ja, im Holiday Park ist das schon mit die beste von den dreien. Dann Christopher Cray, wie sollte für euch die perfekte Achterbahn aussehen? Lange, also soll eine lange Fahrzeit sein. Taron hat eine lange Fahrzeit. Tempa ist auch eine sehr lange Bahn. Ich bin da voll überfragt mit der Frage. Muss auf jeden Fall keine Invasion haben, meiner Meinung nach. Man muss sich hier nicht 50.000 Mal wie bei der Smiler über Kopf drehen, obwohl Smiler ich trotzdem gerne mal ausprobieren würde. Weil das sieht schon echt cool aus. Aber für mich muss eine Bahn keine Invasion haben. Die darf nicht ruckeln, muss schön smooth fahren, muss lang sein. Muss eine schöne Thematisierung haben. Genau, kurze Wartezeit. Schöne Thematisierung. Quickpass-Regelung. Quickpass-Regelung. Nein, also man kann ja eher sagen, was es nicht haben soll. Und, ach, und dann, man lässt sich dann überraschen. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Und schöne Sitze, gemütliche Sitze. Ja, aber haben wir die meisten. Also, okay, Colorado hat jetzt keine gemütlichen Sitze. Die gemütlichsten, nee. Und Raik ist jetzt für deine Größe auch nicht gerade gemütlich. Nee, das stimmt. Dann, MIB83, wer ist denn das? Man in Black? Geisterschloss oder Geisterrikscha? Boah, Geisterschloss ist auch cool. Ich finde Geisterschloss ein bisschen geiler. Geisterschloss war? Europa-Park. Europa-Park. Weil ja, die das da halt die Szenen ändern. Ja, da, also im Europa-Park ist halt deutlich mehr Pflege. Ja. Da ändern die auch die Szenen und da ist sehr, also sehr gewinnt der Europa-Park eindeutig die gegen die Gäste. Pre-Show ist auch total cool mit dem Aufzug, der so rappelt. Ja, aber ich finde der verlangt, also es ist auch ein bisschen so Kapazitätsbremse, finde ich. Ja, das stimmt, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen cooler. Man erschreckt sich da auch so ein bisschen mehr, habe ich manchmal das Gefühl an manchen Stellen. Also was hat man ja, mehr halt, dieses Huhu-Moment. Dadurch, dass der halt immer wieder dran gearbeitet wird, ist der halt auch einfach moderner als die Geister. Ja, definitiv. Dann wieder ein Carsten mit C und Klein. Das brennt uns zu. Also wenn du mich fragen würdest, der erste Celebration Day. Das habe ich schon eine Antwort. Wir haben ihn ja gar nicht gefragt. Der Carsten und Klein ist echt so ein Virus, ne? Yvonne.Christine, meine Frage. Schafft man im Europapark alle Hauptattraktionen an einem Tag, wenn nicht volles Jahr? Wenn du jetzt lange wartest. Das ist die Frage, was du an Hauptattraktionen siehst. Ach, siehst du halt die Achterbahn als Hauptattraktion, dann sagst du, schaffst du auf jeden Fall.
Nimmst du die? Oder siehst du die Schneeflöckchen von der Attraktion? Nein, aber nimmst du die ganzen Wasserbahnen noch mit und hast irgendwie einen richtig warmen Tag und einen richtig vollen Park? Weil wir standen an der Wasserbahn auch schon mal fast 2 Stunden. Oh Gott, ja, schrecklich, ja. Ja, wo wir jetzt unterwegs waren. Ja. Im Sommer. Also, ich würde sagen, wo wir da waren an dem Tag und der Hauptattraktion, so Blue Fire Silverstar, wo dann Voletarium vielleicht auch noch siehst, schafft man das definitiv. Ja. Da kannst du sogar ERT sitzen bleiben. Aber wenn es jetzt so, ich glaube mal, so ein Ferientag ist, nein. Also man sollte generell 2 Tage für einen Europapark einplanen. Ja, wenn man da noch nie war, auf jeden Fall 2 Tage. Sonst ich würde sogar sagen, eher 3 Tage. Weil sonst ärgert man sich wirklich. Und man denkt dann immer, ich meine, ich habe jetzt, man denkt, also wir waren jetzt das dritte Mal, dritte Aufenthalt hatten wir jetzt da gehabt. Ne? Sonst auch so, mit so 2, 3 Tage getan, da waren wir immer da. Und ich habe nach dem dritten Aufenthalt immer noch das Gefühl, nicht alles gesehen zu haben, weil es immer wieder neue Sachen gibt. Das hängt halt auch ein bisschen ab, wie weil weit... Weil es so riesig ist. Das hängt halt auch ein bisschen davon ab, wie weit der Park weg ist. Also ja. Von uns ist er, glaube ich, so 400-500 Kilometer weit weg. Ja. Da kann man auch sagen, okay, man plant halt erstmal nur 2 Tage ein. Aber wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, fast 1000 Kilometer von dem Park weg wohnt, sollte man schon 2, 3 Tage auf jeden Fall einplanen. Ja, damit sich das auch lohnt. Und man kann auch schon andere Parks, die da sind, auch noch mitnehmen, wenn man direkt eine Tour plant. Passt das? Nee. Welche würden sich auch auf jeden Fall lohnen, in welcher Attraktion? Im Europapark? Wo dann? Wo dann? Wo dann ist die cool. Silverstar. Blue Fire finde ich schön. Nee. Silverstar lohnt sich. Blue Fire finde ich schön. Wilde Maus ist halt auch, also ist der Fahrstuhl halt die cool. Die Dark Rats sind so cool. Dieser ja, Piraten in der Piraten in Batavia ist gut. Und dieser interaktive Dark Ride, wo du so schießen kannst, das Namen ich wieder vergessen habe, in Griechenland ist der, glaube ich. Ja, da gibt es einige gute Sachen. Aber mit Atlantis? Nee, keine Ahnung. Die haben auch gute Shows mit Elefanten, könnte man sich auch anschauen. Liebe Grüße von Grüße eure Yvonne, Grüße zurück. PS, vielleicht kennst du mich ja von Snapchat. Ja, ich weiß, wer du bist. Hi. Dann will man das Q&A an einem Stück drehen, hat eine andere Kamera oder nicht die Kamera, die wir normalerweise haben und da schaltet die andauernd aus hier. Johannes.Dabeck. Findest du so eine Achterbahn wie der Baron aus dem Efteling fehlt im Phantasialand noch? Finde ich nicht, weil Baron ist saugeil, aber irgendwie fürs Phantasialand wäre das so nach dem Schema F und das würde gar nicht zum Park passen. Dafür haben wir viel zu ausgefallenere Bahnen, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube halt, dass die Kapazität ist halt auch so ein Ding. Beschissen und die Bahn ist auch zu kurz. Ja, aber die kann man ja länger gestalten, theoretisch. Längere Queue? Ja, aber man kann ja einen Streckenmeter dran machen. Man ist ja nicht. Ja, aber. Man kann da noch eine Dimension mehr reinpacken und man kann. Keine Ahnung, man kann die länger gestalten, aber ich weiß nicht. Phantasialand braucht sowas nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, brauchen. Nee. So ein Flying Coaster würde fehlen. So ein Flying Coaster würde passen, ne? Die sind beide noch nicht gefallen. Wenn ich sowas mal machen würde, das wäre cool. Das wäre ein Flying Coaster. Das ist nur ein Traum. Naja. Gut, dann war's das mit den Fragen. Haben wir geschafft, die Fragen. Das war jetzt kompliziert. Ich hoffe, dass wir im Schnitt, uns ist die Kamera 2 oder 3 Mal ausgegangen. Ja. Ich hoffe, dass gleich im Schnitt alles gut geht, dass wir alle Dateien haben. Genau. Das war's dann auch wieder von uns. Wir wünschen euch morgen schöne Weihnachten. Aber ihr seht, morgen kommt noch ein Video von uns. Genau, schönen Heiligabend wünschen wir euch genau. Morgen. Genau, ich mit Weihnachten. Ja, schaut morgen um 12 vorbei, da haben wir noch ein kleines Gewinnspiel am Start. Da kommt das Video, das Bingelingeling, das letzte Bingelingeling raus. Genau. Und wie gesagt, Kommentare, Fragen in die Kommentare rein. Da kommt die Feuerwehr schon und holt uns ab. Das ist Q&A. Ja. So, macht's gut, ihr Lieben. Wir essen jetzt schon Zimtsterne. Gleich kriegen wir noch Besuch, müssen vorher den Teller aufgegessen haben, damit wir nichts mehr abkriegen. Und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.